möchte bloß wissen, wo er wieder steckt. Wo ist er nur? Wo ist dieser Ebert Freitag? Scooby-Dooby-Dibben-Dibben-Dibben-Dibben-Dibben-Dibben-Dibben. Jemand hat mich mit meinem Vor- und Nachnamen gerufen. Ja, ich hab dich gerufen und es wird auch Zeit, dass du kommst. Wirst du nun bitte endlich herkommen? Schon da. Und deine Zahlen aufsagen? Na klar, ich zähle, mach ich. Weißt du, aber wenn ich zähle, dann nur für dich. Na, da bin ich aber gespannt, ob du deine Zahlen kennst. Ich bin nicht sicher, ob du zählen kannst. Oh ja. Eberhard Freitag, wie alt bist du? Ich war kaum eins, da wurde ich zwei im Nu. Und wenn du erst mal drei bist, was wird dann sein? Ich reich meinem Vati bis oben ans Bein. Oh, dein Vati ist ein kleiner Mann. Oh yeah! Und Eberhard mit vier, was dann? Kaugummi hol ich vom Süßwarenmann. Danach wirst du fünf, was machst du dann? Dann hol ich mir den Honig von den Bienen nebenan. Na gut, Eberhard. Ja, den mag ich. Nun, Herr Freitag, was wird mit sechs? Mach ich an die Wand einen großen Klecks. Was, mein Lieber, machst du mit sieben? Geh ich in die Kirche, Halleluja, ihr Lieben. Oh, was für ein netter junger Mann. Yeah, jeden Sonntag. Eberhard, was fällt dir ein mit acht? Ess ich auf, was du mir zum Abendbrot gemacht. Fein, und was fängst du mit neun dann an? Dann fahr ich mal mit der Eisenbahn. Was, du willst deine Oma besuchen? Nett weil von die dir. Wartet. Lieber Eberhard, was ist mit zehn? Fang ich wieder an, ihr werdet sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn! Komm, jetzt bin ich mal dran. Nun lass mich mal ran. Du kannst es nicht so, wie es Eberhard kann. Ich bin Eberhard Freitag. Yeah, yeah, yeah. Denn ich bin Eberhard Freitag. Das ist er. Das ist Eberhard Freitag. Yeah, yeah, yeah. Eberhard Freitag, der kennt seine Zahlen, wie ihr gehört habt.